Guten Tag, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchte ich Ihnen gerne zeigen mein Tarot-Deck. Und zwar, ich habe ihn gestern erhalten und ich möchte dann euch diesen Tarot-Deck auch präsentieren, ein bisschen etwas erzählen, damit, wenn ich mit diesem Tarot doch auf meinem Video etwas darstelle, dann wird das leichter zu verstehen, welches Tarot-Deck ist das und was ich damit meine. Ein bisschen Präsentation brauche ich hier. Also, ich habe diesen Tarot-Deck, The Akashic Tarot, in englischer Sprache gefunden. Kann sein, dass das schon in deutscher Sprache irgendwo im Verkauf auch schon da ist, keine Ahnung. Aber ich gucke immer so, wenn die Autoren aus Amerika oder England oder anderen englischsprachigen Ländern kommen, dann lege ich schon Wert darauf, dass ich solchen Tarot-Deck kaufe, zum Beispiel, oder ein Buch kaufe, in welcher Sprache dann der Autor überhaupt spricht, damit ich dann auch ihn besser und seine Wellenlänge sozusagen verstehe. Und das ist ja besser, den Menschen überhaupt zu spüren und zu verstehen, was er mit seinem Text erreichen möchte. Aber wenn natürlich nicht alle Sprachen zugänglich sind, ja, dann ist es auch möglich, zum Beispiel in der Übersetzung etwas zu finden und zu lesen und zu verstehen. Ist natürlich so. Aber die umgehenden Sprachen, europäischen Sprachen, die sind leichter zu erlernen und zu verstehen. So, wenn mindestens eine Sprache Sie kennen, dann ist leichter, eine andere Sprache zu verstehen. Also, The Akashic Tarot, Tarot, Akasha Tarot, hier sehe ich, das ist ein Deck mit 62 Karten und einem Guidebook. Also das ist eine sozusagen Erläuterungsbuch, Erklärungsbuch, so dick, ein bisschen so etwa 6 cm dick. Die Autoren sind Sharon N. Klingler, Sandra Ann Taylor. Was ich so erfahre aus diesem Buch, also im Inneren auch vom Inhalt, die beiden Autoren arbeiten als Autoren, ja, und dann sind die ganz, ganz nah mit der Arbeit in bestimmten TV-Kanals und geben dort Shows und auch Radio-Interviews und sehr viele Unterhaltungen in diesem Thema oder in diesen Themen, was mit zum Beispiel mit Hellsehen, Tarot, kann sein, psychologische Sichten von Tarot und andere Themen, also gleichwertige, die sie dann darstellen. Also so viel habe ich dort nicht erfahren, wie von anderen zum Beispiel Autoren, die zum Beispiel in Italien sesshaft sind. Da ist ein bisschen Information, wie die Tarot entstanden sind. Hier ist es einfach die Autoren, die aus USA kommen sind und die darstellen diesen Kartendeck. Also ich zeige dieser Karton hier, der ist richtig dick, sehr universell, also ganz, also sieht ganz gut aus, ganz dicht sozusagen, kann man hier ganz gut
die Karten auch tatsächlich behalten. Kann man auch zuschließen und man braucht keinen extra Deck, also extra Tarotsack oder so etwas, um das Ganze zu verschließen. Also das brauche ich jetzt nicht. Was ich noch erzählen möchte, warum habe ich diesen Kartendeck doch gekauft? Also ich beschäftige mich mit der Welt des Tarot, um meine Darstellungswelt sozusagen zu verbreiten, zu verständigen und auch zu vervielfältigen. Und jeder Autor hat etwas selbst dargestellt aus seiner eigenen Welt. Und natürlich gibt es sehr viele Ausgaben von Tarot, die ich natürlich nicht brauche. Und ich werde Ihnen dann bestimmte Karten Tarot-Deck doch zeigen. Das sind interessante Künstlerdarstellungen. Und mit diesen Bildern ist es möglich zu arbeiten. Ich brauche nicht extra irgendwo im Internet etwas herauszusuchen. Hier sind schon gedruckte Karten. Und dieser Akashic Tarot hat, was ich noch erzählen muss, 62 Tarotkarten. Das ist sehr ungewöhnlich. Wenn es um Tarot geht, das sind meistens nicht 62 Karten, sondern 22 große Arkane. Und dann kommen noch, wie viel jeder Element hat dort. 4 Hofkarten und dann 10 Karten von jedem Element. Dann haben wir insgesamt 4×4, das sind 18 und 40, 56 Karten und dann 22 von großen Arkana. Das sind mindestens 78 Karten, die als Standard im Tarot-Deck doch stattfinden müssen, also in einem Karton legen müssen sozusagen oder in einem Tarot-Sack. Hier ist das nicht der Fall und für mich war das auch nicht sehr interessant. Ich habe dann im Internet ein bisschen den Überblick über diese Karten erfahren, die haben mir auch gefallen. Also ich mache nicht zum Beispiel in welcher Arbeiten machen, zum Beispiel auch in prophezeierischer Sicht, wo die Gesichter aus irgendwelchen Bildern entstanden sind und sehr nah zu bestimmten menschlichen Gesichtern, ja. Und natürlich, das stört und das brauche ich nicht. Warum habe ich dann doch diese Karten gekauft? Also ich brauche die Darstellungen und diese Darstellungen brauche ich dann für meine geistige Arbeit mit mir selbst. Zum Beispiel um dieses ABC-Buch sozusagen, dieses Alphabet sozusagen zu vervollständigen, zu trainieren. Und dafür sind diese Karten ganz gut. Also was mich noch hier interessant zeigt, sind diese 22 Karten, also von 1 bis 22, die sind so nummeriert worden sozusagen. Und da sind interessanterweise noch 4 Elemente, wie immer, steht in Englisch Forces, Roses, Keys, Scrolls. Also einige, da sind Schriften, Papyrus, sind Schlüssel, Rosen und Kräfte, Mächte. Ich habe dann doch im Buch geschaut und da steht nicht so vieles also dran.
Was kann man hier also erfahren in diesem Buch? Zeige ich hier. Also, die meinen, also ich dachte, was ist mit Rosen? Da sind keine Herzen dann, die sind dann Stäbe. Also nach Bildern, die ich dann Ihnen später darstelle. Und hier stehen, das sind generell ganz andere Darstellungen von vier Elementen. Das kann schon ein bisschen ja, verwirrend darstellen. Also Element hier von Rosen, das sind Beziehungen, Emotionen, Familien, Kinder und Häuser und alles andere. Das spricht natürlich für Herz. So, das weiß ich nicht warum, aber sechs Rosen, dachte ich mir, dass es sechs Stäbe. Also sieht so aus, aber ist es leider nicht der Fall. Also für mich ist auch nicht interessant, ich würde mit diesen Karten nie irgendwie was prophezeien. Die sind für mich als Bilder interessant, für meine geistige Entwicklung, für meine geistigen Darstellungen und meine Inspirationen. Und deshalb ist dieser Deck dann ganz gut für diese Arbeit. Sonst zum Beispiel steht Element von Papyrus, also von Schriften. Das ist natürlich die Welt für Gehirn, Kommunikation, für Studium und so weiter und so fort. Also in welche Nachrichten steht auch hier drauf. Dann ist es interessant, was ist das mit diesen Elementen für Kräfte und für Schlüssel. Es war auch ein bisschen verwirrend. Und hier steht, was ich so verstehe, für Elemente, das ist Energie, das ist auch Verstand und Verständnis von der Natur, von den natürlichen Kräften. Und das ist auch sozusagen Gericht in einer natürlichen Projektion, so verstehe ich, wenn ich das vom Englischen übersetze für mich mit eigenen Worten. Und dann hier steht Element für Schlüssel, das sind bestimmte Werte, das ist natürlich Wohlstand, das ist Erfolg, das ist etwas sehr Großes, das ist die Karriere, Autorität und sehr viele Wörter, die mit Karriere und überhaupt von Erreichen von Zielen etwas zu tun haben. Also das ist Element Schlüssel sozusagen. Das gibt mir aber nicht so viel. Also ich würde jetzt so meine Kamera vorsichtig hier stellen und zeigen die Karten rein durch. Also wenn ich dann von vier Elementen spreche, dann nenne ich diese Karten von Schriften. Hier also, wie gesagt, von 1 bis 8 gibt es also die Karten von 1 bis 8 und dann gibt es nicht zwei Hofelementen, nicht vier Hofelemente, sondern Hofkarten, sondern zwei. Das ist immer der König und die Königin. Das ist sehr interessant und ungewöhnlich und natürlich ist kein Tarot-Deck. Das sind nur für mich Bilder, um bestimmte Projektionen, Visionen in meinem Inneren darzustellen. Und dafür sind diese Karten sehr gut. Hier würde ich dann auf Englisch lesen. Ich denke, auf Englisch werde ich selten hier mit meinen Videos geschaut und deshalb würde ich dann doch alles in deutscher Sprache doch nennen. The First of Scrolls on Track. Es wird auch so stehen, also
Bahnhof. Und das ist, so verstehe ich, das ist ein Aas von Schriften. Ich würde dann sagen von Caro. Das würde ich auch so sagen. Also von Skatkarten, nicht unbedingt die Elemente von Tarot, weil ich hier das Ganze verwirrend halte. Two of Scrolls, zwei of Schriften, zwei Karos. Die Bilder sind sehr reich mit Darstellungen, auch mit Kompositionen, mit natürlichen Farben. Man kann sehr vieles im Inneren auch konstruieren. Das hilft auch fürs Hellsehen und geistige Übungen. Die sind ja wunderbar. Setting your course, free of scrolls, ist etwas nach hamburgerischer Art mit dem Schiff und mit dem Kapitän und mit Regenbogen und sehr schönen Wolken, weißen Wolken und mit blauem Himmel. Wunderbar. Four of Scrolls, the Karmic Trench. The Karmic Trench. So, das ist auch sehr hübsches und inspirierendes Bild mit einem Arbeiter, der hier sozusagen den Saat sieht. Satsang sozusagen. Five of Scrolls, Diversity, Vielfältigkeit. Fünf für Schriften, fünf Karo würde ich sagen. The Sands of Time, Six of Scrolls, sechs Karo. Und das sind die Sanduhren. Seven of Scrolls, Intricacies and Industry. Das ist die Karte von Geschäftsmännern, für Industriemännern sozusagen, Industriemenschen, Produktion und bestimmte Habgut, wo die Menschen arbeiten und etwas auch darstellen, produzieren. Und ja, die achte Karte, Age of Scrolls, Paths Unknown. Das sind Wege, über die wir keine Ahnung haben und wir wissen nicht, was dort steht, wen wir dort treffen können. Also sind gefährliche Wege, würde ich schon sagen. Und 8 Karo sind wahrscheinlich auch so nach dem Motto von dieser Karte, würde ich sagen, da sind auch bestimmte Erkenntnisse und bestimmtes Wissen für den weiteren Lebensweg. Und für welchen, hier stehen auch mehrere Wege hier, und für welchen Weg sie entscheidet, hier steht die junge Frau, dann ist es sehr wichtig. Also was ich weiß, es gibt natürlich Leute, die schon mit 2000 als Geburtsdatum haben und dann entweder ihre Eltern oder die selbst schon etwas fragen. Und diese Fragen, wenn es um ganz junge Menschen geht, dann stelle ich auch mir im Kopf, in meinem Inneren auch solchen Mensch. Und da kann man nach Erfahrungen schon spüren, dass es natürlich schon ein sehr junger Mensch, weil sehr viele Erfahrungen hat er noch nicht. Und so von Energie meistens strahlt das ganze kindische, jung ausstrahlende sozusagen Energie. Und das ist sehr interessant, das ist etwas, was dem Herz angenehm tut, aber von der, so von Gedanken, vom
Verstand ist es natürlich die Energie, die noch am Anfang steht. Das ist etwas als Potenzial und man muss dann doch seine eigene Können sozusagen erkennen und sich schon gut verstehen und verstehen, dass zum Beispiel bestimmte Tätigkeit, bestimmter Beruf meistens für immer schon ist, meistens. Und da sind schon bestimmte Tätigkeiten, die täglich produziert werden sozusagen. Und man muss dann manchmal am grauen Tag schon aufstehen und in die Arbeit gehen oder sogar fahren. Und bei manchen Leuten ist es nicht unbedingt in einer Stunde und sind die dann bei der Arbeit. Es kann sein, dass die sich, also dass die umziehen, dass die wahrscheinlich einen Wohnort wechseln wegen der Arbeit oder wegen des Studiums und so weiter. Und das ist schon, ja, eine Herausforderung. Und wer weiß, es gibt auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel nicht nur eine Ausbildung oder nicht nur ein Studium gemacht haben. Oder das war auch sehr notwendig für diese Personen sozusagen. Und wer weiß, im Leben ist es so, dass nicht immer ein Beruf schon für ihr Lebensweg dann notwendig wird. Es kann sein, dass etwas noch dazu kommen muss. Also nach Technologie, nach neuesten Entwicklungen wird es wichtig. Oder dass sie doch zum Beispiel gesundheitlich etwas noch mitbekommen. Oder zum Beispiel wegen der Familie oder bestimmten Umständen, dass sie wahrscheinlich halbtags arbeiten müssen oder dass sie mehr arbeiten müssen oder noch umdenken oder etwas noch dazu lernen müssen. Und hier, wie die Dame steht, also Jüngling, Sprössling, sie steht natürlich hier ganz am Anfang. Natürlich müssen wir dann dieser jungen Frau sagen, dass sie auf keinen Fall dann die Angst haben muss, also wenn es um Lebensweg geht. Aber wenn sie steht so, also im Walde hier, da ist natürlich schon gefährlich. Wer weiß, wer da steht und ob dieser Weg dann auch reibungslos verläuft. Das ist doch fraglich. Und ja, die Königin von Karo und der König von Karo, das sind beide Personen. Sehr gut, dass ich sie hier in Kamera auch zusammenkriege. Die Karten sind schon groß genug. Also ich messe das mit Lineal. Wie viel? Also ungefähr, so sage ich jetzt, 8, etwas 8,8 cm breit und 12,7 cm lang. Also muss ich sagen, auch die Karten selbst, die sind ja richtig dick, richtig hart. Und gestern habe ich die auch gemischt. Die mischen sich ganz gut. Und ja, die sind ja richtig gut für zum Beispiel, wenn Sie die Karte ziehen wollen. Hier ist das ganz gut alles durchgedacht. Also die Dame hier steht wie in Akasha-Chronik, wie die Seele. Und mit Skripten und Schriften hier, mit Papyrus sozusagen hier. Und sie hat diese dünne Seide. Das ist wie die Seele, das spüre ich sehr oft. Und das ist sehr wichtig, was sie gespürt haben, was sie gefühlt haben. Das ist nicht ihre. Und was nicht ihre ist, man muss dann auch das verstehen und kapieren und nicht vergessen, wenn sie das ablesen energetisch. Und dieses, was sie nicht verstehen, was sie doch geahnt haben oder gefühlt haben, das entspricht der Wahrheit. Und zwar, diese Information gehört dann den Fragenden, ja? Das weiß ich dann. Hier zum Beispiel bei diesem König, der steht auch mit einem Skript, ein Skript hier aufgemacht, so Papyrus, Schriften, andere
Papierrollen legen hier auf der Bank und dann steht er hier und guckt, so von seiner Sicht sieht er hier wo, also auf linke Seite, also auf die linke Seite guckt er hier, so von seiner Hand. Ja, und die, ja, der hat hier auch sozusagen diese Heck, sozusagen diese Rahmenhürde, weil die Wege hier begrenzt sind mit dem Heck sozusagen, und mit diesen Wegen ist alles hier abgehakt. Das heißt, denkt er hier auch begrenzt oder nur in seinen Raum und nur für seine eigene Gelände. Wenn ich so grob seine Kleidung hier sehe, dann was ich hier so bei ihm vom Bild so ablese, das sind die ganz guten Stiefel und die sind nicht für irgendwelche nicht für arme Menschen, und ich denke, dass er schon reif und reich genug, um zum Beispiel solche Stiefel überhaupt sich zu erlauben, also zu bekommen können, und wahrscheinlich so nach seinem Ahnenstamm, nach seinen Möglichkeiten, nach Erbschaften und was er im Kopf so sagen nach Erbschaft erhalten hat, so genetisch, das ernährt ihn jetzt und er macht weiter. Aber so sieht er schon, dass er so in die linke Seite schaut, das heißt nicht unbedingt, dass er in die Zukunft schaut, das ist sehr fraglich. So, die Karten sind sehr schon interessant. Aber die sind, wie gesagt, bis zu 8 und insgesamt sind sie 10 für diese Scrolls, für diesen Element Schriften steht, ja. So, nehmen wir dann die Karten von Schlüsseln. So, hier Ass von Schlüsseln. Was nehme ich dann? Also ich würde das auch von Münzen, diese Schlüssel nennen, oder also Schlüssel oder Schlüssel, also von Karo. Also das weiß nicht, was die Leute hier gedacht haben. Also ich würde diese Karten nicht als Tarot doch nennen, ja? Weil das sind keine Standard-Tarot-Karten. Und diese Karten sind Akashic-Tarot, das heißt, die sind doch für Hellseher gedacht, nicht für Leute, die nur Tarot legen und psychologisch deuten. Hier geht es darum nicht. One of Keys, the Architect. Hier ist es ganz verständlich, das ist der Architekt, der Ingenieur, Architekt, der etwas hier aufbaut. Und nach ägyptischen Art. Also wir sehen hier, es geht hier um Ägypten, hier geht es um die höhere Zivilisation von damals, und das war schon ja sehr, sehr ursprünglich und nicht in unserer Zeit. Und um was hier zu verstehen, man muss natürlich auch über Ägypten sehr viel lesen aus der Geschichte, aber auch verstehen, ob es doch der Wahrheit entspricht. Das ist sehr wichtig. Ist wahrscheinlich sinnvoller, bestimmte Beschreibungen von bestimmten Wissenschaftlern zu lesen, was sie bis heute noch entdecken und zu welchen logischen Schlüssen sie überhaupt kommen hier mit diesen Ägypten. Weil so vieles wurde auch noch nicht entdeckt und nicht verstanden, denke ich schon. Die Katze, ägyptische Katze, Bastet steht hier, sehr interessant. Ich würde sagen, das ist auch etwas mit Chirurgie zu tun, mit Schönheit, diese Karte.
auch mit Architektur natürlich. The treasure, two of keys. Hier sehen wir auch einen Wohnraum, wahrscheinlich vom Haus. Und hier, der junge Mann hat etwas hier gefunden, etwas hier wahrscheinlich auch nicht gefunden, steht irgendwie ratlos hier und nicht ganz so nach der Gestik, also Mimik, nicht ganz mit Freude. So etwas fehlt ihm hier. Manchmal muss ich mit diesen Truhe sagen, manchmal ist es etwas, was die Leute entdecken, wie eine Truhe von Pandora sozusagen. Das ist etwas, ein Kasten von Pandora. Das ist etwas, wo es lieber so wäre, also unbewusst oder überhaupt, dass sie das nicht wussten und so es ließen, als es war, als der Moment, die Situation, wo sie etwas schon erfahren haben und für ihre sozusagen Psyche, für ihre Situation war das nicht zu erwarten, also sehr heftig und was ich so denke, wahrscheinlich auch nicht in der Zeit passend und nicht, ja, fast nicht zu verkraften. Das muss man immer aufpassen. Also deshalb muss nicht immer das Wissen zugänglich sein. Manchmal gibt es etwas, was Menschen ja nicht sehr viel Gutes damit bringt. The Chess Game. Three of Keys. Drei Schlüssel. Hier sehen wir Schachfiguren, Schachbrett und das reiche Haus. Und hier ein sehr großer Raum. Manchmal sehe ich diese schwarz und weiße Quadrate. Einmal hatte ich schon so ein Bild und ich habe dann sofort erkannt, dass es um eine Bewählerin geht und das war auch genauso. Sie hatte diesen Beruf erlernt, die Fragende. Four of Keys, Clearing the Way. Das ist sehr interessante eine sehr interessante Karte, weil sehr viele Menschen schon mit 30, 40, 50, 60 müssen sogar schon seine Vergangenheitswege auch klären, putzen, aufräumen, etwas wegschieben, erlösen, loslassen. Auch das hilft für die Zukunft oder direkt in Gegenwart steht etwas auf dem Wege und man muss gucken, ob das überhaupt den Sinn macht, etwas zu machen und mit welchen Mitteln und für welches Ziel wird es gemacht, für welchen Zweck. Also es ist hier sehr fraglich. Und auch kann sein, dass auch sehr gefährlich für die weiteren Ereignisse. Fünf Schlüssel. Die Erfüllung von Wünschen. Five of Keys, Wishes Fulfilled. Das ist wie Erntedankzeit. Increasing Moon, Six of Keys, sechs Schlüssel und wir sehen hier den Mond. Das ist schon
abnehmende Phase. Und wir sehen hier einen Meister, der diese Skulptur doch bis zum Ende macht. Also von Skulpturen, was ich mich noch so erinnern kann, es gibt sehr viele interessante Skulpturen in Kirchen, auch in Italien, in Griechenland, ich meine, auch sehr, sehr uralte gibt es auch von diesen Skulpturendarstellungen. Und es geht auch um bestimmte Geschichte und bestimmte uralten Lebenssituationen und bestimmte meisterlichen Können und meisterliche Erfolge und Erkenntnisse. Und es ist sehr interessant, nicht nur bestimmte Skulpturen nur anschauen und gucken, was der Meister darstellen wollte oder damit zeigen wollte, sagen wollte. Das ist auch sehr interessant zu fragen oder auch selbst in Büchern recherchieren, wer diese Skulptur gemacht hat. Und ich wette, dass nicht viele wissen, wer was gemacht hat. Wahrscheinlich bestimmte Darstellungen von Skulpturen, die sind ja bekannt. Aber wer hat das gemacht? Das ist immer die Frage. 7 Schlüssel. Und hier steht der Mann, Seven of Keys, the Ascent. Der Mann steht hier. Der Wanderer steht hier ganz oben, so verstehe ich, auf dem Berg. Und dieses Gefühl, dass er das doch erreicht hat, diesen Punkt, diesen Hochpunkt, diesen Hügel sozusagen, diesen Berg hat er doch erobert. Da muss man schon wissen, was für ein Gefühl ist das. Ich kann das mir nur noch vorstellen. Es kann auch ein Gefühl sein, zum Beispiel, wo sie endlich alle Prüfungen abgelegt haben. Und dann stehen sie auch mit diesem Gefühl von Befreiung. Und möglichst, wenn es um die guten Noten geht, da sind sie schon so gefühlsmäßig ganz oben und mit sich selbst sehr zufrieden. Aber es kann auch sein, dass sie gerade mit ihrer Karriere, dass sie ganz oben stehen. Aber das gelingt nicht vielen Menschen, weil die Umstände anders sind, auch Situationen. Und hier Fortuna steht für diesen Mann ganz oben. Und hier sehen wir die Sonne. Das ist etwas, wo ich sage, die Situation, was astrologisch gesehen für das 10. Haus steht. So, weiter. Eight of Keys, the Master Artisan. Hier sehen wir 8 Schlüssel oder 8 von Schlüsseln und steht hier etwas. Das sind Juwelensachen, also welche juwelierfeine Arbeit. Das ist etwas, wo die Menschen zum Beispiel bestimmte Werte, Gegenstände bewerten und sagen, welche Geschichte dort steht, wie viel das kostet,
aus welchem Metall das produziert wurde und so weiter und so fort. Kann sein, dass diese Leute auch diese interessante Wertgegenstände auch machen können, etwas auch mit Händen hier produzieren können und wahrscheinlich nach persönlichen Bestellungen. Und wir sehen zwei Karten hier, also die sehen so aus, so wenn ich die Karten sehen möchte, dass mindestens die Königin und der König zueinander stehen, ja, mit Gesichtern, dann muss dann die Königin rechts von mir liegen. Und wenn es umgekehrt, dann ist es so. Also die Frauen, so Frauenenergie links und Männerenergie rechts, müsste so sein. Aber hier sehen wir den König von Schlüsseln und die Königin von Schlüsseln, the Queen of Keys and the King of Keys, hier so. So, einer sitzt hier, also der König sitzt auf dem Pferd, ritterlich aussehend, und hier sehen wir seinen Schloss vermutlich, und sie ist in diesem Schloss und schaut wahrscheinlich auf ihn, wann er zurückkommt, nach Hause kommt, und wahrscheinlich erzählt der Frau sehr vieles. Und sie erzählt ihm genauso. Sie hat hier auf der, also in der linken Hand, hat sie hier ein Buch. Es kann sein, dass es geht es hier um die Zahlen, um die erwirtschafteten Tagen, Monaten, wo er nicht da ist. Wahrscheinlich, sie macht das Ganze für sich zur Kontrolle, aber auch als Wirtin sozusagen, Hauswirtin, macht sie das für alle. Und wahrscheinlich guckt er auch, was sie so gemacht hat und was sie erreicht hat und wie die Wirtschaft in diesem Schloss auch aussieht. Wer weiß. So. Wir haben noch zwei Elemente hier. Ich gucke hier für Rosen. One of Roses, Commitment. Hier ist etwas mit As für Rosen, was ich so verstehe, das sind Herzen, aber ich würde nicht Rosen hier unbedingt als Herzen empfinden. Ich würde das als zum Teil als Stäbe empfinden. Hier Commitment, womit ich, also steht hier Kontrakt, Kontrakt steht. Das ist ein Dokument, ein Vertrag, mit dem ich einverstanden bin, zu sagen, hier steht etwas zum Ereignis und zum Erkenntnis. Wahrscheinlich weiß noch jemand nicht, was da in den Erbschaftspapieren steht. Wer weiß. Winged Messengers, Two of Roses. Zwei von Rosen sehen wir hier ganz oben Engel und hier wie Gestalt von einer Taube. Hier sehen wir auch so einen, wahrscheinlich ein Falke oder jemand. Müssen gucken, was so im Buch steht. Wahrscheinlich über diesen Vogel, aber kann sein, dass da nichts steht. Hier hat er hier bei sich auch so ein Stück Papier. Und wir sehen hier einen runden kleinen Tisch und zwei Stühle. Und das ist ein sehr höfliches Bild, um mit inneren Bildern zu spielen, zu trainieren. Oder jemand für sich selbst auch, jemand fürs Gespräch einladen. Es gibt sehr viele interessante geistige Techniken, die auch für andere Menschen, besonders in bestimmten Trefftagen sozusagen, bestimmten Meetings, die helfen, schon vorab
nicht nur sich vorzubereiten, sondern auch zu verstehen, wie ich mit diesem Mensch handele, was ich ihm erzähle und wie, was es noch wichtig ist, wie er mich dann wahrnimmt. Und das ist sehr wichtig. Aber auch in persönlichen Varianten. Sie wollen etwas miteinander besprechen oder den anderen überzeugen. Und wie sie das machen, kann sein, dass sie schon etwas vorspulen sozusagen. Und danach wird es in der echten Situation, in der Realität, wird es leichter, irgendwie etwas auszudrücken. Das kann auch sehr gut sein. Oder wenn Sie suchen einen Mann oder eine Frau fürs Leben, diese Gelände sozusagen, dieses Feld kann auch sehr behilflich sein, dass Sie jemand Bestimmten hier ins Leben einladen, sich so energetisch ansehen. Hier finde ich Theophrosis, drei Rosen, Loving Elementals. Hier finde ich ganz interessant mit Fragen, zum Beispiel, bekomme ich ein Kind? Werden wir die Eltern? Und hier zum Beispiel so ein Blick auf das kleine Mädchen. Ja, dann ist es sehr angenehm. Hier sehen wir diese Feen-Elemental sozusagen. Diese Feen, die sind hier herum und diese kleine menschliche Blume sitzt hier ganz nah neben dem Fluss und wartet wahrscheinlich auf seine Eltern. Theophrosis, Views of the Ego. Das ist sehr häufig auch sehr interessant, was hier abgeht im Bilde, aber häufig in meinen Beratungen oder durchs Leben muss ich mich dann mit dem Ego von anderen konfrontieren. Und dass es so wie der Anstand von den anderen so aussieht, aber auch wie der andere sich wahrnimmt, wie die Planke sozusagen aussieht. Bei manchen Menschen, dass die Planke ganz unten ist, also vom Selbstwertgefühl. Bei den anderen, es kann sein, dass die Planke ganz hoch ist und sie sehen das nicht. Und es gibt natürlich Leute, wo die innere Planke ganz in der Mitte ist, so wie sie aussehen muss. Und was so die Ego betrifft, da muss man schon arbeiten, weil sehr oft ist es schon kein gesunder Zustand von Menschen, was hervorgerufen wird. Und damit muss man sehr heute sehr hart und sehr nah arbeiten. Five of Roses, the Garden. Hier sehen wir fünf Rosen und das ist ein Garten. Hier sehen wir zwei kleine Kinder, etwa von 6, 7 Jahre alt. Ein Junge und ein Mädchen. Ein Mädchen schaut hier ganz kniend auf den Schmetterling. Und hier der Junge sieht auch etwas hier. Spielt mit. Ach ja, das ist. Der möchte hier irgendwie was machen. Was nicht ganz, also was ich hier sehe, so von dem muss man hier, der möchte hier jemand, also den Schaden bringen oder sowas. Das ist etwas hier, ich weiß nicht, was er, also wo er hier das Ziel sieht, aber wenn er hier einen kleinen Stein wirft, wird es nicht ganz gut. Also ich weiß nicht, ob da im Garten jemand noch da anwesend ist, aber der Junge ist nicht ganz so heilig sozusagen, ja, wie auch Kinder soeben sind. Six of Roses, the War of the Roses. Ja, deshalb
sechs Herzen, Krieg von Rosen. Also ich verstehe nicht, würde da sagen, dass es eher sechs Stäbe oder so etwas ähnliches. Aber was es mit Rosen hier zu tun? Naja, Rosen, die sind also Blumen auch mit so einem gewissen Charakter. Und die haben Dornen. Und ich weiß es nicht. Sechs Rosen hier, Six of Roses, sieht nicht ganz friedlich aus. Und hier sehen wir, wahrscheinlich tatsächlich geht es hier um zwei anderen Mentalitäten und über ja, bestimmte Lebensweisen von zwei Völkern. Hier liegt auch runter, in welcher Fahne und wem das Ganze gehört. So ein Dilemma. Sieben Rosen, Seven of Roses, The Journey. Die Reisen können sehr unterschiedlich sein. Die Reise kann auch innerlich stattfinden, auch beim Träumen, wenn sie schlafen in der Nacht. Und die Reise kann auch tatsächlich stattfinden in der physischen Welt, wo sie bestimmte Fahrkarte, Flugzeugticket kaufen oder schon im Voraus vor vielen Monaten, dass sie schon diese Reise vorplanen und machen ganz, ganz unerwartet, the last minute sozusagen, dass sie sich entscheiden in der letzten Minute und fahren dann nach Afrika zum Beispiel oder in die USA oder nach Russland oder nach Australien und so weiter und so fort. Und oder sie fahren ja durch europäische Länder, so zum Beispiel Italien, Spanien, Frankreich, und dann bewegen sich nach Norden und reisen dann doch durch alle Städte, Hauptstädte und durch alle europäischen Länder, kann auch sein. Was wir hier sehen, ist sehr interessant, sieht europäisch aus und es sind Boote und sieht ein bisschen nach Italien, würde ich sagen, und nach Venedig, Venice. Sehr interessant. Es ist etwas Ähnliches hier. Wer weiß, es kann sein, dass sein Bild von New America, also das sind wahrscheinlich New Orleans, was weiß ich, und es ist etwas, wo die Sehnsucht wieder erwacht wird und etwas nachgeahmt wird von Orten, wo die Leute früher gelebt haben. Eight of Roses, acht Rosen, Sangha Community. Sangha Community klingt indianisch, das heißt nach Indien, und ich kann mir hier ein bisschen vorahnen, dass dieser Mann hier sieht so indianisch sozusagen, riecht von Indien, riecht nach Indien und von Indien. Und zwei Europäer sitzen mit ihm. Ja, etwas hier wird die Rede sein. Sankha ist es wahrscheinlich etwas mit Yoga, mit bestimmten Glauben. Hier sehe ich aber die Kerze, die leuchtende, und Buddha-Statue. Das sieht aber östlich, sehr östlich aus. Und hier sehe ich auch den König und die Königin von Rosen. Und gucken wir hier, die Frau guckt nach links und der Mann guckt auch. Hier schaut ja die Rosen in seinen Händen, aber der schaut auch nach links. Und die beiden, die haben auch Rosen, gucken sie hier. Der hat aber, ich denke, weiße
so rosa, also weiß aussehende Rose, eine Rose und eine rote Rose. Wahrscheinlich entscheidet noch für bestimmte Pläne oder für eine bestimmte Frau oder für diese Dame, die Königin von Rosen. Also die Frau sieht ganz einfach aus, so nach Kleidern. Und das brauche ich nicht unbedingt so von ihrer Gestalt oder von ihrer Kleidung etwas zu haben. Also die, was wir haben, die interessanteste Weise, dass es gibt hier zwei Personen, weibliche, eine weibliche und eine männliche. Und ich möchte etwas doch damit definieren. Bei ihm steht ein Holzstuhl hier und die Treppen. Der muss wahrscheinlich noch hinaufsteigen. Und bei ihr auch ein Garten mit Rosen, mit roten Rosen, so liebevoll geschmückt, aber auch so etwas wird besprochen von Liebe und Leidenschaft und von roter Farbe, überhaupt von Möglichkeiten, jemand zu gebären, sozusagen Kinder zur Welt zu bringen. Und sie schaut hier ganz hoch von höheren Fenstern hier. Wir sehen hier Gebirge und die Tannen. Und bei ihm ein Schloss. Wahrscheinlich muss er noch etwas bis zum Ende hier umbauen oder noch dazu etwas konstruieren. Aber sein Garten sieht auch sehr gepflegt aus. Und bei ihm sind diese Rosen, die sind eher gelb und in der Mitte ein bisschen rot. Wer weiß, ob er doch ganze Rosengarten von Frauen hat und muss noch entscheiden. Aber auch, dass er so wenn ich so von gelber Seite immer wieder lese, es wird immer interpretiert heutzutage, dass es etwas mit gemeint wird, mit Enttäuschung, mit irgendwelcher Untreue. Also gelbe Farbe würde ich auch für Ahnen geben und überhaupt für Lebenswille.